Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play das schwarze Auge, Satinavs Ketten. Wir brauchen immer noch ein Gefäß. Aber hier haben wir eigentlich schon alles angeguckt. Gucken wir mal nach draußen, ob da noch irgendwas ist. Um hier beim Feentor das Wasser zu nehmen. Damit wir das mitnehmen, damit die Nuri das mitnehmen können. Hat die Igel irgendwas? Raus mit dir! Schneckenhaus im Käfig. Oh. Ah, das wäre doch ein Gefäß, oder? Kann ich es jetzt damit verbinden? Die Krabbenpuhle aus Nostria würden mich zwar dafür auslachen, aber es ist eine Angel. Okay, dann wieder zurück. Und Feentor. Dann kann ich einfach bei einem Wasser hier, was hat es jetzt gebracht, wenn ich dann... Was machst du da? Gut, aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Angler. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Angler, okay. Damit? Interessant. Die Eichel verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Jetzt noch das Band darum, dann kann die Fee nichts mehr verschütten. Schneckenhauskette. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Jorka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte. Schau, Geron. Ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm, bei mir und Gwendling bist du sicher. Oh, oh. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Inka Buff wahrscheinlich, oder? Können wir da aufmachen? Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Gucken wir doch mal nach oben. Warte, Gott. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwendling? Gwendling, bleib hier! Oh.
Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles, alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwynling? Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein, 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 nein! Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da! Da ist die Hexe! Schau dir nicht in die Augen! Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Oh nein, Nuri! Was hat die denn wieder angestellt? Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Okay, dann müssen wir die da irgendwie befreien. Armer Quinling. Sie haben ihm die Augen ausgerissen. Wie soll er nun den Weg in Firons Jagdgründe finden? Leb wohl, Quinling. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Der Seher will uns alle mit einer Zauberharfe vernichten? Und dafür braucht er meine Fee? Das alles ist doch Wahnsinn. Das schneidet nichts mehr. So. Immerhin ein Andenken an Quinling. Gehen wir nochmal raus. Vielleicht können wir die Fässer irgendwie benutzen. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Eigentlich viel zu groß für meine paar Sachen. Gibt's da irgendwas noch drin? Nee.
Irgendwann werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen. Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Gehen wir auch nochmal nach draußen. Hier gibt's nichts Richtiges. Da waren bloß die Eichenblätter drin, der Kleinkiste da drüben. Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder? Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis in der nächsten Folge. Ciao.